Hallo, moin, willkommen zurück hier wieder auf der Nordfriesischen Marsch in einer neuen Version mal wieder. Ja, wir haben wieder ein Update bekommen. Es ist einiges geändert worden. Einige der wichtigsten Sachen, die auch für uns zählen, sind zum Beispiel wieder mal verringerte Dieselpreise. Ja, und dann hat es wieder produktionstechnisch einiges gegeben. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an. Also es gibt zum einen neue Produktionen. Das muss ich nur mal schnell selbst gucken, damit ich das Richtige finde für euch. Zum Beispiel, der Fischer ist erweitert worden. Da können jetzt auch Muscheln produziert werden. Haben wir noch nicht, ist noch nicht wichtig. So, Holzfäller, Käserei, das kennen wir alles. Genau, das Kalkwerk ist neu. Da brauchen wir Diesel, Strom, Wartung, Wasser. Dann können wir aus Steinen, Muscheln, Kies Kalk machen. Das heißt, wir können praktisch den Kies aus dem Kalkwerk oder die Steine von den Feldern könnten wir dort verarbeiten. 500.000 Euro. Kommt vielleicht irgendwann. So, Kieswerk kennen wir, das Klärwerk kennen wir, das kennen wir alles. Da hat sich auch nichts geändert. Ich muss jetzt einmal alle durchgucken. Das sind diese Gärten. Genau, die Pelletfabrik. Da müssen wir gleich mal hin. Da können wir jetzt mit Melasse das Ganze boostern. Und da wir ja Melasse im Überschuss haben, werden wir das auf jeden Fall gleich mal machen. So, Raffinerie, Saatgut, Sägewerk, alles altbekannt. Dann kommen wir auch schon hier zur Zementfabrik. Kennen wir ja schon im Grunde auch aus dem 19er, aus Zement, Steine, Zement und Steine aus Kies, Sand, Wasser, Strom, Wartung, Leerpalette und Papier produziert werden. Da haben wir eben wieder Zement und die grauen und roten Steine. Ist vielleicht auch irgendwann ein Ding für uns. So, ich glaube, das war es jetzt, was es an Produktionsupdates gibt. So, und jetzt können wir ja mal kurz hier reinschauen, nämlich bei der Pelletfabrik. Pellet. Wo haben wir es ja hier? Wir haben eben unser Standardrezept und wenn wir 50 Liter pro Cycle Melasse, machen wir 10% mehr. Und ich würde sagen, hier passen 50.000 Liter Melasse rein. Dann holen wir doch einfach. Ach, wir haben 65, das passt doch. Da holen wir da einfach mal 10 Paletten raus. Das sind das 50 Liter. 50.000 Liter. So, dann brauchen wir den hier. Ja, und ansonsten viele kleinere und größere Bugfixes und Optimierungen wurden gemacht. Ist auf jeden Fall wieder einiges passiert. So, ich bin auf jeden Fall gleich mal gespannt, wie das so ist. Wir sollten hier nicht rundballen. Wieso? Ach, jetzt wollte gerade sagen, wieso kann ich das nicht umstellen? So, 50.000 Liter geladen. Da müssen wir nur mal schauen, wo wir die bei der Pelletfabrik abgeben können. Ob das auch hier ist. Ah ja, hier geht schon das Zeug raus. Dann schauen wir uns das mal an. Ja, der Booster ist aktiv. 2200. Oh, ach genau, was ja noch ganz wichtig ist. Die Kühe geben mehr Milch hier jetzt. Die, also zumindest die Holsteiner machen
mehr Milch. Das ist eigentlich auch gut für uns, weil wir ja immer mit der Milch ein bisschen geknapst haben. Also hoffen wir mal, dass da auch ein bisschen was mehr gibt. So, aber ich würde mal sagen, das Anliefern hier von Melasse beim Pelletwerk ist doch schon ein Thumbnail wert. Drucken, so. Gut, dann lass uns mal schauen, was denn so los ist. Ja, hier werden noch Ballen gepresst. Der ist unterwegs, bringt Ballen weg. Ja, hier wird Zuckerrüben gefahren. Ja, das ist die Sämaschine. Da hatten wir ja zuletzt den Weizen oben angesät. Hier wird abgefahren. Ja, der wartet immer noch auf besseres Wetter. So, hier kriegen wir die zwei Paletten nicht runter. Jetzt aber. Ja, hier wird abgefahren. Alle sind sie irgendwo am Rollen. Und wir hoffen ja immer noch auf besseres Wetter. So, wir könnten aber mal, wenn wir schon hier sind, gleich mal die Pelletproduktion einmal leer räumen und das Zeug ins Lager bringen, was hier so da ist. Machen wir den auch schon mal Autoload an. So, wir haben, oh ja, Heupellets. 31 Paletten. Wir haben Strohpellets. 30 Mal. Ach, hinten ist noch nicht umgestellt. Ja, ich weiß. Ich weiß, mein Fehler. Europaletten. So, fahren wir weit genug nach vorne. So, weiter geht's. Strohpellets. Und Holzpellets haben wir auch noch mal 30 Paletten. Ja, da müssen wir gleich noch mal eine Runde fahren. So. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir irgendwie mal die Missionen so langsam in den Griff bekommen. Genau, ich habe noch was mit reingenommen. Das uns bei den Ballen helfen soll. Wo? Ach, ich habe den nicht aktiviert. Oder, warte mal. Team Kohl, ne. Muss ich morgen nochmal machen. Ich habe nämlich noch einen Big M mir geholt, der ein Zugmaul hat, oder beziehungsweise eine Zugmaul-Konfiguration. Das heißt, wir könnten an den quasi die Rundballenpresse direkt dranhängen und dann könnten wir uns quasi einen Traktor sparen. Weil dann könnten wir nämlich unsere Mähwerke wegpacken. Das ist jetzt nicht mehr viel. Dann könnten wir unsere Mähwerke wegpacken, hätten den Glas als Traktor noch frei. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Gut, wir haben zwar kein Geld dafür, aber was soll's. Wir können ja mal schauen, was so Holz und
andere Pellets an Geld bringen. Ja, wir könnten auch mal schauen. Also 13,62 ist der beste Preis für Klopapier. Das ist ja auch so ein Ding, was wir irgendwann mal verkaufen werden. So, aber ich wollte gucken. Ja, hier die Pflaster. Ach, guck mal, Zement 2000. Die Pflastersteine auch gut. Also hier die Pellets, genau. 14,99. Die Holzpellets bringen sehr gutes Geld. Und da sind wir schon auf einem guten Weg, weil ich würde da gerne jetzt mal diesen Sellpreis-Trigger. Oh Gott, wie waren das jetzt schon wieder? So war das. Ah, hier. Den zumindest mal für ein paar Sachen noch einrichten. Unter anderem nämlich für Klopapier. Wir sehen, das höchste waren 13,99. Ich sage mal, wir setzen ihn auf Höchstpreis und gehen ein bisschen runter auf 13,90. So, das gleiche machen wir jetzt mit den Pellet-Geschichten. Ah, wo sind die denn? Pellet, ach ja, hier, Strohpellet, Holzpellet. Auf Höchstwert und wir gehen wieder auf die nächste. Ah, hier habe ich schon eingerichtet. Okay. Was hätten wir denn aktuell noch, was wir direkt verkaufen könnten? Ja, Kies und Sand würde ich aktuell wirklich behalten erstmal. Ah, Muscheln. Bringt ja gar kein Geld. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Kartonpapier. Naja, gut, lassen wir das erstmal. So, was steht denn noch an? Was steht noch an? Ja, komm, wir fahren jetzt noch mal hoch und helfen da beim Ballen lassen. Und da steht die Laterne, beziehungsweise beim Ballen einsammeln. Damit wir da einfach durchkommen und wir wieder ein bisschen Geld in die Taschen bekommen, weil es ist doch nicht wirklich viel Kohle da im Moment. Aber wir sind halt auch schon bei 96% bei dieser Mission. Wobei wir gesagt haben, diesmal würden wir auch den Überschuss an Silage direkt verkaufen, weil einfach wir genug haben. Jo, genau, Anhänger wieder im Volldrift um die Kurve. Nee, 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 nee. Ja, und das Gute ist halt, wenn wir wirklich jetzt mehr Milch bekommen, wird das Labor auch besser versorgt und wir können uns vielleicht über kurz oder lang dann doch uns um ja, vielleicht eine Molkerei oder sowas in der Art kümmern. Machen wir erstmal wieder hier unten so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, diesen Big M, den werden wir uns dann morgen angucken. Ich habe den einfach vergessen zu aktivieren. Ich, ja.
Manchmal ist man einfach so doof. Der ist dann zwar so, gut, selbst wenn wir Heu machen würden, könnte man den Zetter direkt dran hängen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Hm. Gar nicht so verkehrt. So. Ach, guck mal, davor. Ach nee, das ist ein Rübenfahrer. Ich wollte gerade sagen, da fährt der Ballensammler, der zweite. Bei denen habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. Ach doch, da vorne ist er. Da vorne fährt er. So, vier Stück. Ja, und wenn dieser Regen endlich mal aufhören würde, dann könnten wir auch wieder weitermachen mit unserer Ernte zum Beispiel. Aber irgendwie macht das Wetter uns diesmal hier einen Strich durch die Rechnung. Ja, ich für diesen Big M würde ich vielleicht sogar Kredit aufnehmen. Wie gesagt, dann hätten wir Traktor frei für irgendwelche anderen Sachen. Wobei wir doch jetzt auch einen frei haben. Ja gut, du wirst schon binden, und zwar okay. Wollte gerade sagen, was ist hier los? Wo? Gut, das heißt eigentlich, wenn wir das machen, dann würde ich jetzt direkte Mente die Mähwerke verkaufen. Und würde den dann als Ballenfahrer mit einsetzen. Hier steht ja noch ein Wagen. Das hört sich doch, glaube ich, nach einem Plan an. Das heißt, Feld 45 zum Tiermittel Tierbedarfshandel. So heißt das. Ich weiß nicht, was der Big M kostet. Der ist bestimmt auch nicht billig. Gut, wir werden es nicht über die nächsten Missionen bekommen. Das heißt also ein bisschen Kredit werden wir dann nochmal brauchen. Aber wir sind halt dann nochmal ein bisschen effektiver unterwegs. Oh, dann gucken wir immerhin die Mähwerke 50.000. Boah, geht. Das geht. Ja gut, der Verkauf von Silage von Feld 45 wird halt auch einiges bringen. Ja, wir gucken mal. Wir werden mal gucken, wie weit wir da kommen. So, ich glaube, der steht genau so rum. So. Dann gehst du jetzt mal auf die Reise. So, dann schauen wir noch mal so grob durch. Der sammelt. Das ist hier, wird abgeladen. Der ist unterwegs. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erst einmal Schluss und gucken mal, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Also ihr Lieben, macht's gut und bis dahin.